Hudson-Odoi erklärt Bayern-Absage. Der FC Bayern München hatte sich lange um eine Verpflichtung von Callum Hudson-Odoi bemüht. Dennoch entschied sich der englische Shootingstar im September dazu, seinen Vertrag beim FC Chelsea bis 2024 zu verlängern. In einem BBC-Interview erklärt der 18-jährige Stürmer jetzt seine Absage an den deutschen Rekordmeister. Die Entscheidung, die ich getroffen habe, war die richtige für mich und meine Familie. Chelsea hat so viel für mich getan, dafür bin ich sehr dankbar. Wegen Coutinho-Transfer, Barcelona schuldet Liverpool noch Millionen. Der FC Barcelona hat für den Transfer von Philippe Coutinho im Januar 2008 bisher lediglich knapp ein Drittel der vereinbarten Ablösesumme in Höhe von 145 Millionen Euro an den FC Liverpool gezahlt und schuldet den Reds jetzt noch knapp 100 Millionen Euro. Dies geht aus dem jährlichen Finanzbericht hervor. Dem Bericht nach schuldet Barcelona außerdem noch mehreren Clubs insgesamt 208 Millionen Euro. Nach Wechseltheater Tuchel machte Neymar klare Ansage. Als feststand, dass Neymar bei Paris Saint-Germain bleibt und vorerst nicht zum FC Barcelona zurückkehrt, machte Thomas Tuchel dem Brasilianer eine klare Ansage. Du denkst, das Schwerste liegt hinter dir, aber du hast es jetzt mit mir zu tun. Und ich werde dich hart rannehmen, sagte der PSG-Coach in einem Interview mit beIN Sports. Zwischen uns hat sich nicht viel verändert. Er brauchte einen Club, der den Preis für ihn bezahlt und unseren Club, der ja sagt. Daher haben wir es beide akzeptiert, dass es nicht an uns liegt, so Tuchel.